Karpfenangeln ohne Futtermische? Was ein Blödsinn! Ohne Futtermische geht's eh nicht. Und da piepst es los. Also, offenbar kann man es natürlich auch mal ohne Futtermische probieren. Und bisher sieht das auch ganz gut aus. Der Juri hatte einiges im Discord gepostet. Link zum Discord übrigens direkt hier unterm Video. Und da hatte er hier an der Stelle ganz gut rausgezogen. Und ich stehe jetzt hier auch und teste ein bisschen. Und teste verschiedene Köder und Kombinationen. Wir standen ja im vorletzten Livestream, standen wir ja auch schon hier und haben ein bisschen rumprobiert. Und es sind immer mal wieder gute Brocken reingegangen. Zum Teil auf Gewürzaroma, zum Teil auf Amino, zum Teil auf Thunfisch und so weiter. Also sind verschiedene Aromen, die da ganz gut geklappt haben. Und die habe ich jetzt auch gerade drauf. Wir gucken gerade mal rein. Hier ist zum Beispiel gerade Amino und Thunfisch mit drin. Dann habe ich hier nochmal Amino und Gewürz. Und hier nochmal Amino und Königskrabbe. Beziehungsweise wir gucken vielleicht am besten gleich mal in den Kescher rein. So geht es hier gerade los. Also in der Nacht oder ja doch in der Nacht angefangen hier ab zum Spot und direkt mal probiert. Der erste kleine Fisch hier auf Amino und Thunfisch. Dann hier 19 Kilo groß. Auch wieder Amino und Thunfisch. Das Ganze, wie gesagt, alles ohne Futtermische bisher. 6 Kilo Amino und Gewürz. Amino und Königskrabbe hat auch geliefert. Amino und Gewürz. Und jetzt hier wieder mit Gewürz und Thunfisch die beiden Schuppenkarpfen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, klappt alles. Vielleicht am besten gerade entweder Gewürz oder Thunfisch und die Königskrabbe ist gerade am schwächsten. Deswegen nehme ich die jetzt auch schon mal direkt raus und ändere das auch nochmal ab. Vielleicht macht man einfach mal Gewürz und Thunfisch. Wenn noch beides funktioniert, testen wir doch mal. Wir haben hier, ich verwende gerade Snowman Rig, also einmal sinkend und einmal aufsteigende Boilies. Und jetzt gucken wir gerade mal, bei den Gewürz hätten wir das und beim Thunfisch hätten wir Thunfisch auch 16er, Thunfisch Soluble. Ja, das machen wir doch mal. Thunfisch, Pfeffer, Soluble. Das heißt, wir haben diese Pfeffernote mit drin und dazu dann auch noch Gewürz. Dann kommt hier Gewürz dazu in 16, nicht ganz so groß. Und dazu kommt natürlich Hot Devil. Nochmal schön die Schärfe mit rein. So, und das wäre doch jetzt was auf 10 Meter übrigens nur geklippt. Relativ nah. Ich weiß noch, im Livestream war ich hier eher auf 15 Meter entfernt. Wir gucken mal eben auf die Map. Hier ganz unten ist das. Also hier in dem Bereich. Und dann, wie gesagt, mit 10 Meter sollten wir ungefähr hier in diesem Kantenbereich sein. 15 Meter ist eher hier vorne der Kantenbereich. Hat allerdings auch geklappt. Und an für sich bin ich ja auch ein Fan davon, gerade solange das Wetter eben gerade noch warm ist. Und das haben wir ja noch die ganze Zeit. Wer weiß, wie das Wetter ist, wenn du das Video siehst. Kann durchaus sein, dass es dann schon nicht mehr warm ist. Dann ist auch durchaus möglich, dass der Spot dann so natürlich nicht mehr funktioniert. Vor allem nicht auf die Entfernung oder dann eben in diesen tiefen Bereichen. Ne? Aber jetzt so in dem Bereich kann das an für sich ja ganz gut noch gehen. So, und ich glaube, ich mache das hier auch nochmal so. Denn das scheint mir gerade eigentlich eine ganz gute Kombi zu sein. Gehen wir hier auch nochmal rein. Gerade mit den Soluble, ich bin ja ein Fan von diesen auflösenden Boilies. So, das haben wir auch. Und dann wieder raus damit hier auf die 10 Meter. Ja, wie würde denn eine Futtermische aussehen, wenn man sie verwendet? So, gucken wir mal. Habe ich beide gezogen? Ne, ich glaube, da ist was dran. Tatsache, ja. Gerade erst ausgeworfen und schon Biss. Na guck, das ist doch auch ein ganz gutes Zeichen. Und ein Orangiogon. Das ist sogar noch ein viel besseres Zeichen. 5 Kilo.
auf Gewürz und Thunfisch. Na guck, das eine Aroma funktioniert, das andere Aroma funktioniert und zusammen funktionieren sie auch. So soll das auch sein. Perfekt. So, dann ziehen wir hier nochmal wieder stramm. Und dann gucke ich trotz allem gleich nochmal nach einer Futtermische. Jetzt nehmen wir hier die 1 nochmal eben raus. Und ich glaube, dann habe ich hier auch bald alles. Und ich stelle die jetzt alle mal komplett um auf Thunfisch. Vom Test auf das, was am besten geht. Also erst Aromen testen, dann die besten Aromen kombinieren. Und wieder raus damit. Hier ist jetzt gerade übrigens Thunfischöl als Dip. Aber hier auch schon wieder sofort Biss. Gerade ausgeworfen und direkt wieder Biss. Das ist doch gut. Na guck, einen Spiegel haben wir auch noch. Hatten wir vorher auch noch nicht. Erster Spiegel mit. Und das alles bisher immer noch komplett ohne Futtermische. Also das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Wenn das schon ohne Futtermische so gut hier reingeht, dann geht auch bestimmt auch noch was mit Futtermische. Ich gehe jetzt mal sehr rustikal rein. Das hatte ich zuletzt im Livestream auch schon gesagt, speziell für die Dinkelsbühler. Hätte ich gerne mal eine Futtermische, wo vielleicht ein bisschen auch die Dinkelsbühler gepusht werden. Deswegen auf so klassische, bisschen urige Aromen fürs Karpfenangeln. Also Erbse kommt mit rein. Es kommt auf jeden Fall auch nochmal die Erbse als Aroma hier oder als Zusatz mit rein. Und nochmal Mais. So, da haben wir Maiskorn und Erbse. Da haben wir so die Basics. Und jetzt nehmen wir dann hier eben zweimal noch, also einmal noch Thunfisch. Gucken wir mal eben hier. Lachs, Lachs, Lachs. Hier ist extra Thunfisch. Nehmen wir die großen, die 12er. Und dann kommt da noch einmal Gewürzpellets. Und dann haben wir, na, gerade keinen dabei. Doch, es gibt würzige, ne? Heißen die so? Würzige Feedpellets. Würziges Futterpellet. Ja. Gehackte Würmer wollen wir nicht. Würziger Pfirsich, würziger Knoblauch, auch eine Idee. Hat im Livestream auch funktioniert. Hier, würziger Hanf. Nee, wir nehmen würziges Futter, würzige Futterpellets, auch in 1,2 cm, relativ groß. Und dann das Ganze hier. Da brauchen wir jetzt nochmal etwas, was so ein bisschen kickt. Wir könnten natürlich einfach auf Thunfisch gehen. Oder einfach hier nochmal auf Gewürz. Also, das Ganze ist jetzt hier Thun, Gewürz, Koi, damit ich das gleich wiederfinde. Anfertigen und das werfe ich jetzt gleich raus. In der Hoffnung, dass das gleich noch ein bisschen besser geht. Ich baue auch direkt 2, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das wirklich nochmal gut reinkickt hier. Auch wenn es halt ohne schon gut funktioniert, kann das doch nur besser werden, ne? So, Thunfisch, Gewürz, jawohl. Und raus damit. Ja, ich bin gespannt. Bei der Futtermische war es in der Vergangenheit ja so, man kann ruhig deutlich mehr Futtermische reinwerfen hier an dem Gewässer als beim normalen Karpfenangeln. Also beim normalen Karpfenangeln 10 bis 20 Mal Futtermische, dann auf jeden Fall mal eine Pause machen. Hier ist auch bei 30 Bällchen Futtermische, ist es noch relativ entspannt. So, ich nehme die nochmal raus und da piept es auch direkt wieder los, denn hier will ich nochmal das Hot Devil drauf machen. So, und dann fangen wir hier auch schon mal mit an, mit nix Calf, Thunfisch, da ist es, Thunfisch, Gewürz und dann auf 10 Meter hier schön locker raus. Ja, so und so ähnlich. Also es gab heute einige Berichte, auch im Livestream-Chat von heute. Alden 37 läuft, 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 läuft. Also gerne auch einfach mal hier wieder hin, solange wie gesagt das Wetter warm ist, testen, ob mit oder ohne Futter. Gerade hier auf 10 Meter kann man sich natürlich auch einfach nur Futterbällchen herstellen. Da braucht man kein PVA. Aber ich würde erstmal natürlich ohne Futter testen. Und dann, wie gesagt, hier vorne, zack, so auf 10 Meter, einfach locker auswerfen
Und wenn ihr das nicht so genau hinkriegt mit dem Auswerfen, dann vielleicht einfach eine Fiederroute nehmen, Futterkorb dran, auswerfen, zack, 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 auf 5-6 Mal, vielleicht mit einem Futterkorb, wo 2 Bällchen reinpassen. Und dann hat man den Spot angefüttert und dann normal weiter angeln hier mit den 3 Routen mit Boilies und dann zwischendurch immer mal wieder nachfüttern. So, ich fütter jetzt hier erstmal ordentlich an, werde das gleich nochmal ein bisschen weiter testen, in der Hoffnung, dass hier noch mehr seltene Brocken reingehen. Gerne auch mehr Dinkelsbühler. Der fehlt mir noch als Trophy. Ich habe den Zeilkarpfen schon als Trophy, den Dinkelsbühler-Zeil. Und ja, der Dinkelsbühler-Spiegelkarpfen, der geht sehr, sehr gut hier. Vielleicht ballert er rein. Wäre nicht so schlecht. Vielleicht, wenn das gleich funktioniert, gehe ich da auch von den Haken vielleicht sogar noch mal größer rein. Aber im Moment bin ich so schon mal ganz zufrieden. Also testen, 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 ihr Lümmels. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags immer komplett mit RF4. Bis dahin, Petri.